Die Herren von weißem Blut. Vor ungefähr 1000 Jahren lebte einmal ein Großvater und eine Großmutter. Die hatten ihr Haus im Dorfe Plata in der Nähe der Stadt Pantalon. Dort gingen sie ihrem Tagwerk nach. Der Großvater hieß Samo, Wassermelone, und die Großmutter Pet, Edelstein. Beide waren als Ratgeber hoch geehrt. Und der Großvater hatte es bis hinauf zum Amt des Herrn der Elefanten gebracht, beim Fürsten Kong Tong, dem Herrn der Stadt. Es kam ein Tag, da gingen die beiden Alten in den Wald, um Bambussprossen zu schneiden, die ihnen als Mahl dienen sollten. Als sie durch das Bambusdickicht streiften, hörten sie die Stimme eines neugeborenen Kindes, und es weinte jämmerlich. Der Großvater sprach: »Horch, Großmutter, ist das nicht die Stimme eines Säuglings, der da weint?« Die Großmutter lauschte, um es ganz genau zu hören, und sagte dann: »Jawohl, Großvater, welch Mensch von gemeiner Gesinnung mag das Kind hier wohl ausgesetzt haben? Komm, lass uns nachschauen.« Der Großvater pflichtete ihr bei, und so gingen die beiden Alten langsam tiefer in den Dschungel hinein. Auf einem Hügel kamen sie an ein Bambusgebüsch, und in dessen Mitte lag das Kind. Es war ein Junge, und er mochte wohl 3 Monate alt sein. Die beiden Alten bogen die Zweige aneinander, und die Großmutter hob das winzige Kindlein auf, um es zu umarmen. Sie betrachtete genau Angesicht und Geschlecht des Kindes und erkannte, dass es ein gar edler Knabe war. Da freuten sich die beiden Alten sehr, denn sie besaßen selbst keinen Sohn. Die Großmutter sprach: »O Großvater, schau doch nur, wie niedlich er ist. Nun ist uns dieses Kind geschenkt, weil wir kein eigenes besitzen. So wollen wir es aufnehmen und ernähren als unser beider Kind.« Der Großvater antwortete: »Ich stimme dir zu, wenn du sagst, ist gut.« Da umarmten die beiden Alten einander, nahmen das Kind in ihre Arme und kehrten nach Hause zurück. Auf ihrem Heimwege kamen sie durch einen Wald, und da hörten sie wieder etwas, das klang wie das Greinen eines kleinen Kindes. Die beiden Alten hielten an, um zu lauschen, und ihre Mienen spiegelten ihr Mitgefühl. Der Großvater nahm zuerst das Wort und sprach: »Großmutter, ist das abermals die Stimme eines klagenden Kindleins, nicht wahr? Und ist mitnichten die Stimme dieses kleinen Mannes hier, denn er schläft dir im Arm. Ja, Großvater, es muss ein anderes Kind sein, das da weint. Oh, was für ein niedriger Mensch konnte es überhaupt über sich bringen, gleich 2 Kinder wegzuwerfen ins Dickicht. Wo wird es wohl liegen? Großvater, geh und schau nach. Wenn es wahrhaftig ein Kind ist, so hole es her. Wir wollen es großziehen zusammen mit diesem kleinen Maus hier.« »Ja, Großmutter.« Mit diesen Worten ging der Alte hin zu den Bambusbüschen des Waldes. Da sah er ein Kind, und es hatte das Gesicht eines lieblichen kleinen Tochtermädchens, ungefähr 2 Monate alt. So lag es da und weinte. Der Großvater nahm es in die Arme und sah, dass es von großer Schönheit war im Angesicht. Er drückte es behutsam an sich und eilte, um es der Großmutter zu zeigen. »Sieh, Großmutter«, sagte er, »ist es nicht hübsch mit seinen Pausbacken, den kräftigen Gliedern? Oh, heute war das Glück uns hold. Gleich 2 Kinder auf einmal sind uns geschenkt worden. Dies Kindlein ist ein Mädchen, und mit dem Mausknaben zusammen sind sie ein Pärchen.« »Gewiss, Großvater, süß sind sie. Komm, lass uns schnell nach Hause gehen. Die Mäuselkinder müssen ja hungrig sein. Wer weiß, wie lange sie schon die Brust entsagen mussten. Komm, wir müssen ihnen Bananen kaufen, schnell.« So kehrten die beiden Alten zu ihrer Hütte zurück. Sie umgaben die Kinder mit Liebe, behüteten sie wohl und zogen sie groß. Die Zeit verging schnell. Und bald waren die beiden zu Jüngling und Jungfrau erblüht. Der Großvater und die Großmutter waren inzwischen greise geworden, vergleichbar dem Treibholz in der Nähe des Ufers.
Der Name des Jüngling ist nicht offenbar geworden, wohl aber der der Jungfrau. Die Großmutter nannte sie Nang Liat Kao, Herrin von weißem Blut. Die beiden wurden Mann und Frau. Als die Alten ins Verborgene gegangen waren, wurde der junge Mann anstelle des Großvaters zum Herrn der Elefanten bestellt. Und seine Macht wuchs so sehr, dass er den Titel Praya Kuman, fürstlicher Prinz, verliehen bekam. Weil Praya Kuman und Nang Liat Kao gute und verdienstvolle Menschen waren, wurden sie schließlich mit der Herrschaft über die Stadt Patalung betraut. Während ihrer Regierungszeit haben Praya Kuman und Nang Liat Kao für die Stadt Trang ein Standbild des sitzenden Buddhas gestiftet und viele Tempel erbaut. Nang Liat Kao war eine sehr schöne Frau geworden und der Ruhm ihrer Anmut war überall verbreitet. Bis zum König der herrlichen Stadt Ayutthaya, weit im Norden, war ihre Schönheit berühmt. Der König äußerte den Wunsch, dass Nang Liat Kao seine Gattin werden müsste. Der Fürst von Pitanasolok und seine Gattin Tongjan sollten sie ihm zuführen. Nang Liat Kao war jedoch bereits schwanger, als sie die königliche Stadt Ayutthaya erreichte. Der König sah es und war empört. Zur Strafe erhob er sich zu seiner Gattin wie geplant. Als sie ihren Sohn geboren hatte, nahm ihn der Herr der Stadt Ayutthaya an Kindesstatt an und ließ Nang Liat Kao in Frieden in ihre Heimat zu ihrem Gatten Praya Kuman nach Patalung zurückkehren.